goldenen neuökonomischen Zeiten. Wie appetitlich sie nach Zukunft dufteten. Eine kurze, aber prägende Zeitspanne war es. Sie währte grob gesagt in Ruhe von 1995 bis 2001. Und doch steht sie vielen noch leuchtend vor Augen. Bis heute werden Romane über jene 5 Jahre geschrieben. Noch immer wundern sich einige der neuen Erwachsenen. Was haben wir damals übersehen? Welchen Teil des Satzes, jeder ist seines Glückes Schmied, haben wir falsch verstanden? Erfinderisch leben, aber berechenbar. Im Karl-Marx'schen Sinne nicht zu weit entfremdet, aber im Norbert-Blüm'schen Sinne noch halbwegs abgesichert. So in etwa hatten viele sich das einst gedacht. Das Internet schien die Sache zu erleichtern. Die Jungen kannten sich naturgemäß besser mit den neuen Technologien aus als die Alten. Und für eine Weile herrschte eine Art Prototypenwirtschaft. Es gab kaum Vorbilder oder ernstzunehmende Vorgesetzte für die neuen Tätigkeiten, Techniken und Aufgabenfelder. Schon wenn man HTML buchstabieren konnte, haben die einen fest angestellt, sagt Autorin und Bloggerin Katrin Passig, Jahrgang 1970. So war es möglich, einen komfortablen Anstellungsvertrag für ein klassisches Normalarbeitsverhältnis zu unterschreiben. 38,5-Stunden-Woche, 30 Tage bezahlter Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und sich dennoch als abenteuerlustiger Pionier zu begreifen. Tischtennisplatten, vanillefarben gepolsterte Think-Tank-Lounges, betriebseigene Low-Fat-Köche. Auch konservativere Branchen wagten sich in den späten 90ern zaghaft an das Lustprinzip heran. Selbst im Bankenwesen wurde nun häufiger von Projektarbeit gesprochen, was damals noch einen angenehm ergebnisoffenen, studentisch-spielerischen Klang hatte. Klassische Positionen wurden mit angloamerikanischen Vokabeln aufgehübscht. Die Abteilungsleiterin durfte sich nun Vice Head of so und so nennen und der Hausmeister hieß plötzlich Facility Manager, auch wenn sich am Glühbirnenwechseln und Hofkehren nichts geändert hatte. Befreiend bis berauschend schien es vielen nach 68ern, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ein Leben lang, Tag ein, Tag aus, in ein schlecht beleuchtetes, schlammfarbenes Büro tragen mussten, als übersehene Ameise in einem uninteressanten Getriebe. Eine andere Art von Arbeit schien möglich, eine, die nicht zwangsläufig zu Magengeschwüren, Mundgeruch und fataler Fantasielosigkeit ab 35 führte. Und die ersten Anzeichen der verschärften Flexibilisierung sahen manchmal tatsächlich aus wie ein Abbau der Hierarchien. Wer seinen Chef duzen darf, fühlt sich schneller zu Hause. Wer in bequemer Casual Wear erscheinen und seine Lieblingsmusik hören darf, bleibt unter Umständen auch mal länger im Büro. Die junge Angestelltenkohorte der 90er empfand sich bereits als im weitesten Sinne kreativ tätig. Gut ein Jahrzehnt später, also heute, ist bekanntermaßen jeder per Staatsbürgerpflicht kreativ, zumindest potenziell, ob er will oder nicht. Lebensläufe kreativ, Lösungsansätze kreativ, die Erdkugel, ein Schnellkochtopf der Kreativität, Sonne, Mond und Sterne, ein gigantisches kreatives Netzwerk. Auf der Homepage des Bundeswirtschaftsministeriums hieß es bis März 2011, die Kreativwirtschaft ist das Leitbild für die Industrie von morgen. Schwarze Dose 28 macht deinen Job zum Halbtagsjob und das bei gleichem Gehalt für ein halbes Jahr. Damit hast du jeden Tag 4 Stunden mehr für das kreative Projekt, das du schon lange vor dir herschiebst. So lautete der Aufruf zur Gewinnspielaktion Halbtagsjob 2010, die der Hersteller eines Energy Drinks sich ausgedacht hatte. Zitat: Bewirb dich einfach mit deiner besten Idee, denn mit der Energie der Acai-Beere hat der Tag 28 Stunden, 4 Stunden mehr für die Realisierung deines kreativen Projekts. Geprägt hat das Mantra der amerikanische Wirtschaftstheoretiker Richard Florida. 2002 hatte er die kreative Klasse erfunden und eine neue Erwerbstätigen-Typologie für Gegenwart und Zukunft skizziert. Den superkreativen Kern eines Unternehmens, die kreative Mitte und die freien Kreativen oder Bohemians außerhalb der Werkstore. Mit Selbstverwirklichung oder gar Kunst hat jener Kreativitätsbegriff zunächst wenig zu tun. Es geht vor allem um restindustrielle Produktionsweisen und die Theorie ist recht schlicht. Mit vereinheitlichter Massenware ist kein Wachstum mehr zu erzielen, sagt Florida. Wertschöpfung ist nur noch auf dem Weg der Individualisierung zu erreichen, mit Customized Mass Production, der Produktion von Vielfalt. Für diejenigen,
die weiterhin die Maschinen ölen, die Stoffballen herankarren, die Lohnabrechnungen erstellen, die Kantinenfrikadellen aufwärmen und die Werkshallen fegen, ändert sich erst einmal nichts. Auf rund 40% der Erwerbstätigen schätzt Florida das Potenzial der kreativen Klasse in Deutschland. Als sogenannte Solo-Selbstständige, die ganz auf sich allein herumgestellt werkelt, bin ich inzwischen eine von 4,14 Millionen. Unser einsames Erwerbsmodell hat zwischen 1998 und 2008 einen Zuwachs um 40% erfahren, wie es beim Statistischen Bundesamt heißt. Neben den Solo-Selbstständigen gibt es natürlich auch Freiberufler, die ein paar Mitarbeiter beschäftigen, etwa Ärzte oder Anwälte. Und zusammen tragen wir Nichtangestellten bereits zu gut 10% der einheimischen Wirtschaftsleistung bei. Meine eigene Branche, die freien Kulturberufe, nimmt eine Sonderstellung ein. Hier gibt es einen überproportional hohen Anteil sogenannter Notselbstständigkeiten, wie der Bundesverband Freier Berufe vermeldet. Culturepreneurs nennt man die auf eigene Rechnung vor sich hin bastelnden Kulturschaffenden auch. Nach Angaben der Künstlersozialkasse, dem öffentlichen Versorgesystem für Kulturschaffende, verdienen die von der Industrie bzw. vom Markt angeblich so heftig umworbenen freien Gestalter, Programmierer, bildenden Künstler, Autoren und Musiker im Schnitt zwischen 12.000 und 15.000 Euro brutto jährlich. Tatsächlich stellen wir Freiberufler, ob Steuerberater, Altenpfleger oder Werbetexterin, eine nicht unwesentliche Säule des großen Jobwunders dar, das Politiker und Ökonomieoptimisten so gerne im Mund führen. Wer eine Existenzgründung anmeldet, räumt ein Plätzchen in der Arbeitslosenstatistik. Jedes Übergangsgewerkele, jede kurzzeitige Aushilfstätigkeit, im Grunde sogar das gelegentliche Zeitungsaustragen, das Babysitting und noch das schlechtest bezahlte Langzeitpraktikum werden heute als Erwerbstätigkeit im statistisch wirksamen Sinne begriffen. Nicht nur die Zahl der Not- und anderen Selbstständigkeiten wuchs über die Nullerjahre, auch die sogenannten Minijobs legten kräftig zu, um 136%, während die Zahl der kurzfristig beschäftigten Zeitarbeiter sich sogar verdoppelte. All diese Leute zählen zum Heer der 2 Millionen weniger Arbeitslose, die heute im Vergleich zum Beginn des Jahrtausends registriert werden. Allerdings kann sich rund ein Drittel der 2 Millionen weniger Arbeitslosen nicht von allein und dauerhaft über Wasser halten. Und 1,3 Millionen sogenannte Aufstocker gab es im Sommer 2010. Menschen, die zwar arbeiteten, dabei aber so wenig verdienten, dass sie auf staatliche Hilfen zum Lebensunterhalt zurückgreifen mussten. Working poor ist der klassische amerikanische Begriff dafür, Prekariat, der europäische Neue.